Mhm. Mhm. Dann wollen wir mal. Wir beschwören mal direkt das Härteste, was wir haben. Und wir haben jetzt hier einmal die Mitte und einmal die zwei Schlangen. Ich weiß, dass eine Schlange nur auf Magie reagiert und das andere auf physischen Schaden. Greifen wir mal den Tentakel an in der Hoffnung, dass es was wird. Das war gut. Das war der richtige anscheinend. Hat jedenfalls gewirkt. Das letzte Mal hat das nicht geklappt. Ich habe Angst vor dem Vieh. Das hat uns das letzte Mal getötet und dann müsste ich komplett alles nochmal machen. Ja, hat auch geklappt. Nein, sie ist tot. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Darf ich sie wiederbeleben, bitte schnell? So, den greife ich jetzt an, den Tentakel. Du beschwörst mal wieder was. Und zwar dasselbe nochmal. Und du machst ganz schnell Erzengel. Erzengel, Erzengel, Erzengel. Da. Okay. Drei Angriffe sind schon nicht ohne. Ich habe Angst. Vorbei. Sehr gut. So, ich nehme jetzt mal ein Elixier, damit wir hier nicht zu kurz kommen. Du beschwörst ihn nochmal. Ich finde, der funktioniert ganz gut gerade. Und du greifst nochmal den Tentakel an. Und du machst bitte mal Vigra auf Luneth. Eigentlich müssten wir schon Vitaga nehmen, aber es geht auch so. Na komm, beschwör ihn. Wir brauchen dich, Rex. Nochmal bitte auf den Tentakel. Nochmal bitte den Rex beschwören oder mal Aqua. Du greifst bitte auch den Tentakel an. Obwohl, nee, du machst jetzt mal was anderes. Du nimmst auch ein Elixier. Und zwar für Ingos. Damit dem nichts passiert. Und der nimmt jetzt mal ein bisschen Vitaga. Sehr gut. Schön immer drauf auf das Vieh. Nein, Partikelstrahl. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Shit. Nein. Nein, zwei sind tot. Oh, oh. Shit. Was mache ich jetzt am besten?
Immer nur wiederbeleben ist auch scheiße. Dann machen wir mal hier nochmal den Rex. Und Erzengel. Komm, lass gut sein. Ich bin dran. Oh, scheiße. So, damit wird wahrscheinlich Ark gleich sterben. Es sei denn, wir geben dem ganz schnell ein Elixier. Du beschwörst wieder. Oh Gott, ich bin voll aufgeregt. So, schnell Refia wieder beleben. Damit alle wieder da sind. Tu was. Jawohl! Jawohl! Aber das war nur ein Vieh. Das war aber schon mal gut. Die beiden sind tot. Einer ist tot. Okay, du beschwörst wieder jemanden. Und zwar unseren Rex mal wieder. Du greifst jetzt den Tentakel an. Obwohl, eigentlich brauche ich sie. Nee, muss mich heilen, das wird sonst nichts. So, immer schön auf das Mittelvieh drauf. Sehr gut. Und jetzt nochmal Lunes wieder beleben nebenbei. Sehr schön. Das war klar. Und jetzt noch dein... Nee, Blitzgewitter, okay. So, dann greif du mal den Tentakel endlich mal an. Du beschwörst wieder... jemanden und du belebst wieder mal. Was wir nur noch viermal machen können, aber das kriegen wir hin. Jawohl, auch der ist weg, der Tentakel. Blitzgewitter gibt's also nicht mehr. Gibt's jetzt nur noch den Partikelstrahl. Jetzt müssen wir nur noch die Mitte hinbekommen. Das schaffen wir. Das schaffen wir ja. Immer schön drauf.
Partikelstrahl. Komm, das haltet ihr aus, Leute. Jawohl, das haltet ihr aus. Das haltet ihr trotzdem aus, bitte. Du heilst jetzt mal. Wir können jetzt alles verballern, was wir eigentlich haben. Du wirfst mal deinen Shuriken. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Sollte eigentlich auch ganz gut helfen an dieser Stelle. Wo ist es denn? Oh, wo sind die denn da? Das war zweimal auch 9.999. Partikelstrahl. Bams, okay. Macht nichts. Kriegen wir hin. Jawohl! Geschafft! Juhu! Aber Refia ist tot. Warum? Die muss wiederbelebt werden. Ganz schnell bitte. Am Anfang war die Leere, dann waren das Licht und die Dunkelheit. Und dann ward alles geboren. Der Himmel, das Land, das Wasser, das Feuer und das Leben. Die Zeit fließt, um sie dorthin zurückzuführen, woher sie gekommen sind. Doch das Leben gebar was Einzigartiges, eine glänzende Kraft, die Licht und Dunkel teilte und die Welt erleuchtete. Diese Kraft war die Hoffnung. Die Zeit wird kommen, wenn das Gleichgewicht zwischen Licht und Dunkel gebrochen wird und vier auserwählt werden, es wiederherzustellen. Vergesst nicht, dass die Kraft dieser vier auf Hoffnung basiert, die Hoffnung aller Lebewesen der Welt. Träume, Verzweiflung, Liebe, die Zeit wird alles verschlingen. Doch ihr müsst dagegen ankämpfen, in euch müsst ihr die Kraft finden, die euch siegen lassen wird. Ihr müsst das letzte Körnchen Licht finden, den schwachen Glanz, der alles erleuchten wird, das Licht der Hoffnung. Sailor Moon. Freunde! Luneth, Ark, Refia, Ingus. Wusste ich doch, dass ihr das schafft. Dem Himmel sei Dank, ihr habt es geschafft. Und Refia ist tot. Nein, Refia lebt. Hohohoho, an euch hatte ich nicht gezweifelt. Mann, ihr seid wirklich stark. Ja. Lasst uns gehen. Auf nach Hause. Danke, August. Keine Ursache, ich helfe doch gerne. Mal sehen, ob man mich in Amo vermisst hat. Hallo Jungs. Willkommen zurück. Ich bin froh, zu Hause zu sein. Und er hätte jetzt wohl wirklich nicht so eine wichtige Rolle gespielt. Nochmals danke, ihr habt die Welt gerettet. Haben sie doch gar nicht.
Wieso ist das Augenmerk jetzt auf diesen vier Dödels? Oh, ihr wisst, wenn ihr das nächste Mal rufen müsst, wenn die Welt in Gefahr ist. Ja, als ob die das jetzt gemacht hätten. Kommt ruhig mal in Amo vorbei, dann werden wir zusammen trainieren. Wenn ihr mit uns mithalten könnt. Ja, die anderen waren doch auch gar nicht dabei. Auf ein Wiedersehen, ja, tschüss. Das ist Saronia. Ja, wir sind zurück. Alus und Ark wären ein Paar. Vielen Dank für eure Hilfe, Prinz. Ich meine König Alus. Nein, ich muss euch danken. Es war das Licht in euch, das die Welt gerettet hat. Habt Dank, Krieger des Lichts. Ich werde versuchen, für mein Volk so stark zu sein, wie ihr es seid. Hab Dank und auf Wiedersehen. Ciao. Ja, Ark, du liebst Alus und Alus liebt Ark, wir wissen's. Natürlich wird das schnelle Flugschiff benutzt. Und nicht unsere Yacht. Haben wir jetzt langsam alle verabschiedet? Ich glaube, jetzt bringen wir langsam Ingus nach Hause und Prinzessin Sarah. Nee, erstmal Sid. Wir haben Kanaan fast erreicht. Oho, haben wir das also? Frau Sid hat sich bestimmt Sorgen gemacht. Ich steige hier auch aus. Was willst du denn in Kanaan, Dash? Also ich habe noch etwas zu erledigen, wenn ihr versteht, was ich meine. Nee, eigentlich nicht. Was denn? Ich muss Salina sehen. Wen? Oh, also bist du endlich vernünftig geworden. Ach so, er will zu ihr zurück, da hat seiner Ische. Hör auf, das ist mir peinlich. So, sind jetzt alle zu Hause. Oh, ich hab dich so vermisst. Ach, das ist süß. Ach du meine Güte, Sid, hör auf, wir sind doch nicht allein. Wer ist das? Salina. Ach so, es ist die Salina. Dash, du bist zurück. Versprich mir, dass du nie wieder gehst. Oh nee, mach ich nicht. Und übermorgen ist er wieder weg. Das verspreche ich, ja klar. Moment, wir können uns doch nicht von diesen Küken nicht zeigen lassen, wie das geht. Sid, hör auf. Ach, Sid, wieso musst du dich immer so unpassend verhalten? Ja. Oh, Entschuldigung, ich habe glatt vergessen, dass ihr noch hier seid. Ihr seid ja auch so uninteressant. Ihr habt ja nur gerade die Welt gerettet. Ich auch. Aber ihr werdet mich doch bestimmt abholen, wenn ihr ein weiteres Abenteuer ansteuert. Die waren doch alle überhaupt nicht die ganze Zeit dabei. Die waren doch nur am Ende kurz da. Halt, Dash, du wirst nirgendwo hingehen. Ihr seid doch, dass der wieder abhaut. Der haut eh wieder beim nächsten Abenteuer ab. Auf Männer ist doch kein Verlass. Ich glaube, ich weiß, wer bei euch die Hosen anhat, Dash. Ja, ja. Kommst du uns aber besuchen? Ja, ihr müsst doch Frau Sitz tollen Apfelkuchen probieren. Mhm. Das werden wir, aber ich muss erst wieder zu Papa zurück. Und ich werde ein guter Schmied werden. Das ist das Mindeste, was ich tun kann, um ihm dafür zu danken, dass er mich aufgezogen hat. Also gut, Taka wird sich ja dich darüber freuen. Grüß ihn von mir. Sid, Dash, bis bald. Bis dann, tschüss. Prinzessin, lasst uns zum Schloss Asune zurückkehren. Nein, ich will noch nicht zurückgehen. Aber Prinzessin, warum? Bin doch jetzt ein cooler Evokateur.
Männer sind so begriffsstutzig. Ich will noch länger bei dir bleiben. Da hast du's. Oh. Schau doch nicht so überrascht. Und jetzt komm, jetzt geht es nach Kasus und Ur. Und einen Kuss bitte. Wie ihr möchtet, Prinzessin. Ich werde für immer an eurer Seite bleiben. Oh, Ingus. Oh. Das ist Ur. Wir sind zu Hause. Los, steht doch nicht einfach so herum. Willkommen daheim. Lunes, du bist zurück. Topapa, Mama, wir haben es geschafft. Ich wusste, dass du dazu fähig bist. Das hast du gut gemacht. Ich bin so stolz auf dich. Ich hab auch gekämpft. Ja, ist nicht so wichtig, Ark. Ja, das hast du. Und zwar richtig gut. Willkommen zurück. Danke, dass ihr die Welt gerettet habt. Die haben noch gar nichts mitbekommen. Unsere Helden sind zurück. Ein Hoch auf die Krieger des Lichts. Hier ein Kuss für meinen Helden. Oh nein, das ganz bestimmt nicht. Von der Zickenkrieg um Ingus. Ich will Ingus. Ihr habt die Welt vor der Dunkelheit bewahrt. Das Licht in euch hat uns gerettet. Hab Dank, Krieger des Lichts. Das Licht. Was ist mit dem Licht? Ach so, es kommt jetzt wieder. Die Kristalle, sie sind zurück. Es ist wunderschön. Die Dunkelheit ist vertrieben. Für diese Welt bricht ein neuer Morgen an. Hallo, ein blinkender Stern. Okay. Mitwirkende. Luneth, Level 65. Ark, Level 65. Rifia, Level 64. Ingus, Level 65. Prinzessin Sarah, Level 0. 0. 0. Priesterin Aria. König Alus. Die vier Alten, Trottel, Doga, Unai und Lora. Und das war's mit Final Fantasy 3. Ich hab's geschafft, yeah, huhu, ich hab's geschafft. Ich freu mich wirklich, weil man am Ende den ganzen Abschnitt nicht mehr speichern konnte. Das heißt, wenn man es nicht schafft, wenn man nicht gut genug ist, das zu überstehen, den Endkampf, dann hast du sowas von Arschkarte, kann man nicht anders sagen, weil man alles nochmal machen müsste. Den ganzen Kristall bis hin zu diesen vier Kristallen, die man noch machen muss, ganz Eureka, alles muss man nochmal machen. Okay, Eureka vielleicht nicht, wenn man dazwischen gespeichert hat, aber ihr wisst, was ich meine. Sehr, sehr aufwendig. Ich habe dann nur noch Schnellspeichern zwischendurch gemacht und ich habe jetzt auch in den letzten Parts schon immer Cuts gemacht, so zwischendurch, ohne dass es hoffentlich hinterher jetzt zu sehen ist. Weil ich jetzt so die letzten zwei Tage irgendwie nur noch am Stück aufgenommen habe und Final Fantasy süchtig geworden bin, um das endlich fertig zu bekommen, das Spiel.
Ja, ich werde das auch schneiden müssen und die Zwischenkämpfe haben total genervt am Ende, die ganze Zeit diese Zwischenkämpfe und man will einfach nur noch diesen Endkampf haben halt, auf den man die ganze Zeit sich vorbereitet hat. Aber wir haben es geschafft. Mir hat's mega mäßig viel Spaß gemacht. Hätte ich jetzt nicht gedacht, es hat mich wieder so richtig reingesogen in die Final Fantasy Welt, dieses Spiel. Und das, obwohl das ja schon etwas älter ist, auch wenn es remastered ist. Und ich habe das vorher nie gespielt. Finde ich super cool, ich kann es nur empfehlen. Wie gesagt, bin relativ süchtig gewesen am Ende und dieses Leveln, das war auch voll anstrengend. Aber es hat sich, finde ich, gelohnt. Wir waren am Ende ziemlich stark und ziemlich gut. Wir sind halt die Krieger des Lichts und so. Wir natürlich retten wir die Welt. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Natürlich merkt man, dass hier vieles noch nicht so ausgefeilt ist wie in den anderen Spielen. Aber man merkt die Vorstufe von Final Fantasy. Und man merkt auch, was so mitgenommen wurde aus diesen alten Spielen. Und das finde ich ziemlich gut. Da sind viele Sachen, die ich gut fand, was ein bisschen schwierig war am Ende. Ja, tschüss, Leute, meine Freunde. Hier nochmal der Lichtkristall. Man hat nochmal so die Schwierigkeit gehabt mit diesen Berufen halt. Das gibt's ja in den anderen Teilen nicht so. Also ich glaube, in 4 gibt's das auch. Das wird der nächste Final Fantasy Teil übrigens sein, den ich spiele. Aber das ist schon nicht so einfach, da dann auszusuchen, was man nimmt. Und Ende. Und man hat so viele Entscheidungsmöglichkeiten, welche Berufe man nimmt. Das war dann teilweise doch etwas schwierig. Ich musste mich immer wieder neu einlesen. Derzeitige Stufe und Items speichern. Ja, mach mal hier nebenbei, während ich sabbel. Wie gesagt, die Berufe, man kann unterschiedlichste Möglichkeiten ausprobieren. Man könnte ja auch alle 4 von Anfang an im selben Beruf machen und all so ein Kram. Und auch, dass aber am Ende nochmal mit Erdkristall nochmal weitere Berufe kamen. Wie ich schon mal erwähnt, ich hätte mir beim Zauberer, ich nenne es jetzt einfach mal allgemein so, gewünscht, dass es eine Endstufe gibt, der beschwören kann, Schwarz- und Weiß-Magie machen kann. Das wäre für mich so der perfekte Zauberer, aber ohne abgeschwächte Attribute. Also dann ohne, dass es noch einen extra Weiß- und Schwarz-Magier und so gibt. Sondern, dass man am Ende mehrmals was machen kann, weil man hat sich so hochgelevelt. Und ich fand Ingus als Dragoon viel geiler natürlich als Evokateur. Aber ich brauchte halt beides und ja, ich hoffe, das war für euch jetzt am Ende nicht so schlimm, weil ich habe jetzt so viele Parts bis zum Schluss jetzt aufgenommen, dass es quasi gar keine Möglichkeit gibt mehr, die Berufe zu ändern. Deswegen hoffe ich, ihr konntet euch jetzt so im Nachhinein, so für die Zukunft gesprochen, damit abfinden. Ja, ich könnte jetzt auf vieles mehr noch eingehen, ich überlasse euch aber auch einfach mal den Raum. Postet mir doch einen Kommentar, gebt mir einen Daumen hoch, falls euch das ganze Let's Play oder der Part zumindest gefallen hat. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe, ich bin nicht gestorben mehr und das war das Wichtige. Wir hatten Gott sei Dank gute Heilzauber, um wiederzubeleben und ja, ich freue mich auf den nächsten Final Fantasy Teil, bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Spiel. Bis dann!